Guten Tag, mein Name ist Thomas Kuvatsch, bin einer der Mitgründer von ARI Motors und ich sitze hier in unserem ARI 902, diesmal in der Variante Komfort. Komfort deshalb, weil es wahnsinnig viel weitere Ausstattung hat als die Pure-Variante oder die Cargo-Variante. Und alle Details zu dem Fahrzeug gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ja, und da fangen wir doch einfach mal mit den sogenannten äußeren Werten an. Also, das Fahrzeug hat eine Länge von 2,95 Meter, eine Breite von 1,49 Meter, ist damit also etwas schmaler als ein Smart, dafür wiederum 20 cm länger als ein Smart, also der klassische Smart 4.2, hat dafür dann aber einen deutlich größeren Kofferraum, also der Smart hat 260 Liter. Und wir hier in unserem ARI 902 haben 766 Liter. Hier sieht man jetzt schon, in dem Kofferraum haben wir ein Rollo, damit man sozusagen seine Habseligkeiten ein bisschen vor neugierigen Blicken schützt. Dann hat man da unten nochmal eine entsprechende eine Laderaummatte. Und unter dieser Laderaummappe versteckt sich jetzt in diesem Fahrzeug noch eine zusätzliche Sitzbank. Die gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Dann sahen Sie jetzt hier noch so ein kleines orangenes Kabel. Das ist das Kabel für Zusatzakku oder die Solaranlage. Und damit ist das Fahrzeug also schon sehr praktisch und universell ausgestattet. Gehen wir mal hier zu der Schlüsselfernbedienung, die hat eben noch weitere Funktionen, zum Beispiel, wie eben gerade gesehen, lange draufdrücken, gehen die Fenster runter, gerade sehr praktisch im Winter oder sowas. Und wenn ich lange raufdrücke, gehen sie natürlich wieder hoch. Dann hat auch dieses Fahrzeug hier in seiner üppigen Serienausstattung natürlich auch die Funktion der Alarmanlage. Ja, die haben es gerade gesehen, abgeschlossen, dann macht doch immer die Tür auf, zack. Deaktivieren kann ich es wieder über die Funkfernbedienung. Dann habe ich jetzt hier erstmal den Innenraum, der sieht schon recht ansprechend aus. Natürlich ist das alles jetzt hier kein Bentley-Innenraum, ja, sondern es ist alles sehr funktional. Hier habe ich mal die Tasten für die Fensterheber und für die Zentralverriegelung, dann hier unten Lautsprecher, eine Lüftung, die dann oben wieder rauskommt, damit die Scheiben nicht beschlagen, dann noch ein bisschen Platz für Hochtöner. Also wie bei einem richtigen Auto, würde man sagen. Ja. Ansonsten auch die Sitze. Bisheriges Feedback, oh, die sind aber bequem, hätte ich gar nicht gedacht. Also ein sehr strapazierfähiges Material. Das ist also sehr gut. Hier unten nochmal die Verschiebung für den Sitz, also dass ich den Sitz nach vorne und nach hinten machen kann. Und dann nochmal an der Seite sehen Sie gerade hier so ein kleiner Haken, um die Lehne noch zu machen. Höhenverstellung oder sowas gibt es hier nicht. Dann unterschiedliche Tasten für die Lichthöhenverstellung und für die Kofferraumklappe. Wir öffnen jetzt aber mal den Motorraum. Der Motorraum ist vorne, klar, weil auch vorne der Motor sitzt, ist ein Fronttriebler. Wir haben hier einen 12-Volt-Akku, dann das Ladegerät, Bremsflüssigkeit, Wischwasser, Steuergerät und eben ja hier nochmal das Ladegerät. Das wiederum geht dann auf kürzesten Wege direkt von der Ladesäule rein. Also man hat darauf geachtet, möglichst kurze Kabel zu haben, damit möglichst wenig Ladungsverluste dabei sind. Hier also Typ-2-Dose. Diese Typ-2-Dose tüchtigt Sie sozusagen sowohl an der öffentlichen Ladesäule als auch an der privaten Steckdose das Ganze aufzuladen, das Fahrzeug. Hier jetzt mal schon im Innenraum mit der Mittelkonsole, die dann hinten eben noch mal Platz bietet für einen Getränkehalter. Hier jetzt die Beifahrertür, auch wieder Fensterheber, so ein kleines Fach, Lautsprecher. Dann geht es schon rüber zum Handschuhfach, ein richtiges Handschuhfach, einfach zu öffnen, nicht über Touchscreen oder sowas, sondern einfach direkt vorne an der Spange ziehen. Hier zweimal USB, damit Ihr Telefon immer schön geladen ist. Da vorne noch so ein kleiner Haken für Ihre Taschen, Beutel, was auch immer. Hier, wie gesagt, nochmal dieser Getränkehalter, dann die Mittelkonsole. Und dann sind wir auch schon bei dem Thema der vielen Knöpfe hier in der mittleren Bedieneinheit. Also da geht es hauptsächlich um die Klimatisierung. Also jetzt mal die Klimaanlage, die ja in diesem Modell eh schon serienmäßig dabei ist. Klima
Plus, Klima Minus sozusagen. Ja, also hier kann ich die Intensität einstellen, dann darüber immer ausschalten. Dann hier die Warnblinkanlage. Daneben dann geht es mit der Heizung weiter. Auch hier wieder Intensität der Heizung mit Plus und Minus einstellen. Und dann auch wieder vorne über Off kann ich es einfach wieder abschalten. Dann noch das Ganze nur für Lüftung. Also wenn ich nur mal lüften möchte, auch wieder Plus, Minus. Also sehr, sehr einfach zu verstehen das Ganze. Da muss ich jetzt nicht zwingend die Bedienungsanleitung erstmal studieren. Und dann noch Defroster. Also wenn es mal wirklich arg beschlagen ist, dann einfach darauf drücken. Und dann geht das alles ganz schnell. Hier ist noch die Umlufttaste, sodass ich dann auch mal im Tunnel kein Problem habe, dass es mal draußen ein bisschen unangenehm riecht. So, Zündschloss, da haben wir jetzt, zack, so geht die Zündung an. Wenn ich dann weiter drücke, geht dann auch das Radio an, oder nicht das Radio, sondern das Display, ja, wenn man es korrekt sagen möchte. Dann, wie gerade gesehen, so zündet man dann, so kann man starten. Jetzt sind wir schon im Fahrmodus und sehen auch, wir sind auf rückwärts eingestellt und dann sieht man auch gleich das Bild der Rückfahrkamera. Gehe ich auf neutral, dann sehe ich eben das Display. Dann haben wir hier in der Mitte der Mittelkonsole noch einen 12-Volt-Anschluss. Wenn man da eben irgendein Gerät noch anschließen möchte, nur zu, alles möglich. Wir wollen uns jetzt mal auf den Anschluss des Telefons konzentrieren. Also Bluetooth aktivieren, dann nach dem, ja, also erstmal prüfen, ist Bluetooth überhaupt an, dann schauen, aha, da ist CarBT, das sozusagen miteinander verbinden. Ich muss jetzt also keinen Code oder irgendwas eingeben, sondern einfach daran und fertig. Und dann habe ich hier verschiedene Icons, auf die ich dann klicken kann. Jetzt sieht man hier schon, Link ist okay, das Telefon ist also verbunden und ich kann jetzt zum Beispiel Musik auswählen und dann wird die eben kabellos über die Lautsprecher wiedergegeben. Ja, ein bisschen lauter machen kann man schon mal, so schlecht ist der Sound ja nicht. Klar, alles ist verbesserungswürdig und wenn Sie eben da einen stärkeren Sound wünschen, naja, dann nur zu. Wir haben auch noch einen extra Lautsprecher. Set für die höheren Ansprüche, das gäbe es also auch noch. Aber naja, wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Also man kann hier auch ein bisschen mit dem internen Equalizer herumspielen und dann seinen präferierten Sound bekommen. Das ist also, ja, man darf hier natürlich keine Wunder erwarten, ja, aber für den täglichen Einsatz reicht es aus meiner Sicht völlig aus. Hier hat man nochmal das Menü des Displays, was es da alles noch so Schönes gibt. Aber letztendlich sind die Funktionen hier schon recht eingeschränkt. Ja, ich kann auch das Datum festlegen und über die Home-Taste komme ich eben immer wieder zurück und habe dann, ja, ich kann auch am Display das Ganze steuern. Kann jetzt hier auch noch mein Telefon natürlich mit verbinden. Dann fragt er mich, ob ich das Telefonbuch synchronisieren möchte oder die Anrufliste. Das verneine ich jetzt hier mal. Und ja, USB-Stick kann ich auch noch machen. Ich kann das Ganze aber auch einfach nur ausmachen und dann wird einfach nur eine Uhrzeit angezeigt. Auch nicht weiter schlimm. Zu den Sitzen. Wir hatten ja jetzt hier noch eine kleine Sitzbank. Ich mache jetzt mal Probe auf Exempel. Ich bin nun wahrlich kein Riese, aber auf dieser Bank, da fühle ich mich dann schon wie ein Riese. Ja, Sie sehen schon, also das ist keine Sitzbank für Erwachsene, auch nicht für Kinder. Das ist maximal für Ihren Hund, für Ihre Katze, für Ihr Meerschweinchen. Denn das Fahrzeug ist nur für zwei Personen offiziell zugelassen. Und das ist jetzt hier so eine Idee sozusagen mit dieser Sitzbank. Wenn Sie also nicht wollen, dass Sie da hinten so einen großen Kofferraum haben, sondern lieber Ihre Handtasche oder wem auch immer eine extra Sitzbank gönnen, dann nehmen Sie die. Ansonsten lassen Sie es halt bei dem großen Kofferraum und fertig. Jetzt nochmal eine Sitzprobe im Fahrzeug selber. Also Beifahrer oder Fahrer ist beides identisch vom Fußraum. Wie gesagt, ich muss mich jetzt schon ordentlich strecken, um vorne überhaupt anzukommen. Wir haben jetzt erste Probefahrten schon gehabt. Selbst großgewachsene Leute, die auch mal ein bisschen beleibter sind, staunen einfach nur, wie gut sie hier in so ein Auto reinpassen, wie sie auch wieder rauskommen. Ja, ist ja auch immer so ein Kriterium, wie stark muss ich mich aus so einem Fahrzeug rauspellen oder reinquetschen.
Passt also. So, jetzt haben wir hier vorne schon in der Frontscheibe eine kleine Kamera. Das ist das sogenannte Mobileye. Und hier ist dann noch so eine Bedieneinheit. Schauen wir uns ja gleich nochmal genauer an, was das bedeutet. Erst nochmal die Sonnenblende mit Schminkspiegel und noch so einem kleinen Clip für Ihre Zulassung. Dann das Innenraumlicht. Und da ist keine Funktion, sondern da ist auch nochmal eine Lampe drin. Und hier nochmal Schminkspiegel. Also Fahrer und Beifahrer können immer vor Antritt und nach Antritt der Fahrt prüfen, ob alles sitzt, ob die Frisur sitzt. Und einen Haltegriff habe ich auch noch, falls es mal ein bisschen rasanter wird und der Beifahrer sagt, um Gottes Willen, wie fährst du denn hier? Lenkstockhebel. Da haben wir also einmal die Bedienung des Scheibenwischers. Ja, also auf trockene Scheibe hört sich natürlich immer gruselig an. Ich habe verschiedene Modi. Ja, schnell, langsam, Intervall. Ja, nichts Besonderes. Also auch wie bei jedem x-beliebigen Fahrzeug. Auf der anderen Seite habe ich den Schalter fürs Abblendlicht, dann eben auch fürs Fernlicht. Ich kann dann auch noch die Nebelschlussleuchte hier anschalten und jetzt hier also rechts blinken, links blinken. Und jetzt gucken wir mal vorne bei den Ari 901, zack, da sieht man das Fernlicht. Also auch das funktioniert. Hier unten jetzt die Pedale, einmal Feststellbremse, so wie in einem alten Mercedes. Da gibt es auch genau so eine Feststellbremse. Einmal raufdrücken zum Lösen. Dann mein rechter Fuß ist schon auf der Bremse. Das Fahrzeug wird hier wie eine Automatik gearbeitet. Das hier wäre die Öffnung für den Kofferraum und mit dieser Reset-Taste kann ich jetzt im Display hier oben verschiedene Dinge abrufen. Also ich verbrauche gerade, also im oberen Bereich bitte mal, 1 Ampere. Dann ich verbrauche 0 Kilowatt. Im Durchschnitt habe ich 9,5 Kilowatt verbraucht, 8 Grad Außentemperatur, 8 Grad Batterietemperatur. Trip lag jetzt A und B 42 und 53. Die Batterie hat 78 Volt. Und jetzt bin ich wieder bei 0 kW angelangt. Das machen wir nachher nochmal während der Fahrt. Also das ist, kann ich über diese Reset-Taste machen. Daneben war nur noch die Leuchtweiten oder Leuchthöhenverstellung. Dann hier also schönes buntes Mäusekino, wenn man das Fahrzeug anmacht. Ich bin jetzt im Eco-Modus, deshalb blinkt das da so mit dem E. Und jetzt sehen wir auch links schon diese kleine Bedieneinheit vom Mobileye. Das ist sozusagen mein Indikator, wie die Kamera jetzt gerade sozusagen die Straße einschätzt. Ja, also jetzt ist hier erstmal alles okay. Wir fahren jetzt einfach mal los. Dank Servolenkung, die ja auch hier serienmäßig ist, kann ich hier mit einer Hand mal ganz lässig aus der Halle rausfahren. Auch der kleine Wendekreis ist da schon sehr, sehr gut. 7,10 Meter. Da kann ich dann sowohl in engen Wohngebieten oder bei schwierigen Parksituationen, ohne dass ich ins Schwitzen komme, einfach drauf losparken, einmal hin und her gedreht und schon ist das Fahrzeug in der Parklücke oder in der Garage oder wo auch immer es hin muss. So, jetzt fahren wir mal kurze Innenansicht, wie man jetzt hier so loszieht. Wie jedes Elektroauto hat auch dieses Fahrzeug hier gutes Drehmoment und ist trotz der nur 15 kW also flott unterwegs. Jetzt sind wir hier gerade bei 80 und obwohl es jetzt hier ja schon leicht bergauf geht auf diese Brücke, hält er die Geschwindigkeit, legt sogar noch ein bisschen zu. Also das, auch das kennen wir von anderen Leichtfahrzeugen nicht so, ja, nicht so dynamisch. Jetzt mal hier der Spurt auf 50 km/h, ist ja immer wichtig für die Innenstadt. Sind wir also bei guten 10 Sekunden, also Werksangabe ist irgendwie 9,8, aber also 10 Sekunden, da sind sie auf 100. Und jetzt fahren wir mal absichtlich über die gestrichelte Linie, zack, da gibt es den ersten Warnton. Ich soll natürlich ganz klar blinken. Ja, nur wenn ich blinke, dann bleibt das System stumm. Also dieses Mobileye ist jetzt gerade, hat er Verkehrszeichen erkannt und zeigt sie mir an und würde blinken, wenn ich zu schnell bin. Und jetzt machen wir das nochmal mit diesem Überschreiten der Mittellinie, weil ich vielleicht aufs Handy schaue oder irgendwas, ja, dann werde ich sofort darauf hingewiesen. Hoppala, du bewegst dich jetzt gerade auf den Gegenverkehr zu. Und jetzt gucken wir noch mal rein in diese kleine Angabe hier. Also 9,7 Durchschnittsverbrauch. Dann
56 Grad Celsius für die Batterie, 26 Außentemperatur, 197 ist der Trip jetzt gerade lang, 142 der andere Trip, ich kann also unterschiedliche Entfernungen messen, dann 70 Volt aktuelle Betriebsspannung und was haben wir noch? Jetzt verbrauche ich gerade eben 200 Ampere und als nächstes käme dann jetzt noch, ach ja, jetzt machen wir erstmal, wir lassen es jetzt gehen vom Gas, zack, und dann rekuperiert er. Also für alle, die sich fragen, kann das Fahrzeug denn rekuperieren? Ja, es kann rekuperieren, hat aber keine echte Rekuperationsbremse, dass ich nur mit einem Pedal fahren kann, sondern es rekuperiert durch das Rollen. Das ist halt nun mal Physik. Und da läuft Energie wieder zurück, aber es ist nicht so, dass ich jetzt gar nicht mehr bremsen müsste. Ja, also wie man es hier so sieht, ich bin mit 200 kW jetzt und zack, jetzt wird rekuperiert, weil ich kurz vom Gas gehe. Also es passt schon. Das Mobileye erkennt auch solche mobilen Verkehrsschilder, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Jetzt fahre ich von der Autobahn runter, zack, da wird wieder gewarnt. Man muss ganz klar sagen, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn da jetzt ständig, wenn man ständig darauf hingewiesen wird, was man alles Tolles falsch macht, aber es hilft. Ja? Man verändert seinen Fahrstil tatsächlich, man fährt nicht mehr so ganz arg zu dicht auf meinetwegen oder man tendiert eher dazu, sehr aufmerksam zu fahren und das ist natürlich, wenn man im alltäglichen Stress unterwegs ist und hat eigentlich noch tausend andere Dinge im Kopf und dann auf einmal passiert es doch, dann ist das ganz gut. Wie zum Beispiel bei Pflegediensten, die eben den ganzen Tag unterwegs sind und von einem Termin zum nächsten hetzen. Oder einen Schlüsseldienst. Oder alle die, die eben irgendwie die ohne wenig Werkzeug auskommen. Ja, weil ich, was ich als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin eben von Objekt zu Objekt durch die Stadt brause. Da hilft es schon ganz gut, wenn man da so einen kleinen elektrischen Helfer hat, der dann einfach sagt, Achtung, fahr mal hier bitte ein bisschen sinniger. Das hilft Nerven und Geld und Zeit sparen, wenn es dann doch mal gekracht hat. Oder hier das ideale Fahrzeug für die Architekten oder den Architekt, die eben von einer Baustelle zur nächsten hetzen müssen, um dann eben vor Ort irgendwelche Begutachtungen vorzunehmen. Also das Fahrzeug hat viele Anwendungsgebiete. Ja, es muss jetzt nicht immer der Pizzakurier sein, es kann eben auch eine Berufsgruppe sein, die einfach immer mobil durch die Gegend braust, aber nicht allzu viel Zeug mit sich rumschleppen muss. Und hier an so einer Hafenkante macht sich das Fahrzeug auch ganz gut. Also er sieht wirklich gut aus. Das ist auch so das erste Feedback von Kunden, die das Fahrzeug in Natura sehen. Jetzt haben wir hier nochmal einen kurzen Rückschwenk zum Mobileye. Jetzt nochmal das Thema zu dicht auffahren, hatte ich ja vorhin schon genannt. Also das vor mir fahrende Fahrzeug. Ich bräuchte 1,6 Sekunden, jetzt 1,4 zum Stehen zu kommen. Oh, jetzt bin ich also zu dicht. Ja, alles, was sozusagen unter einen Schwellwert kommt, den man eben selber einstellen kann, je nachdem, wie man sich selber einschätzt. Ja, bin ich jetzt ein besonders reaktionsschneller Fahrer oder brauche es bei mir manchmal so ein bisschen, bis ich reagiere, dann kann ich also das System früher warnen lassen. Jetzt mit 2,5 Sekunden bis zum Halten ist alles gut. Ja, komme ich eben unter diese 1, dann gibt es auf jeden Fall einen Alarm. Und es gibt natürlich keinen Alarm, wenn ich jetzt hier, so wie hier, an die Kreuzung ranfahre. Das System ist also nicht einfach nur so ein bisschen, simpel programmiert, sondern es ist schon sehr aufwendig gemacht und lernt auch beständig hinzu. Es bekommt Updates, wie das so schön heißt, over the air, wie sonst, ja, ist halt eine SIM-Karte eingebaut und kann dann eben immer mit neuesten Erkenntnissen gefüttert werden. Und jetzt hier wieder, wenn ich also einen adäquaten Abstand halte, dann ist alles gut. Nähere ich mich zu stark dem vorausfahrenden Fahrzeug und ich hätte dann wenig Chance noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen, dann gibt er mir eben diesen Hinweis. Ich kann die Intensität dieses Piepsens natürlich auch noch einstellen. Ja, in der Nacht kann ich natürlich auch mit meinem schönen Ari 90-2 fahren. Also 90-2, woher kommt eigentlich dieser Name? 90 km/h Höchstgeschwindigkeit, zwei Personen zugelassen. Das ist sozusagen die Idee hinter dieser Namensgebung. Also wir fahren jetzt hier mal eben an Asphalt. Jetzt fahren wir mal feinstes Kopfsteinpflaster
mit Unebenheiten drin, ja, irgendwelche Bodenwellen und so weiter. Auch hier muss man sagen, ist es jetzt nicht besonders laut. Ja, es klappert zwar schon ein bisschen, aber nicht so, dass es jetzt richtig schlimm wäre. Außenansicht, also das Lichtdesign, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ja, und wenn man das jetzt so anschaut, also es sieht wirklich gut aus. Und auch zum Beispiel, wenn ich dann eben öffne, dann geht auch das Innenraumlicht an. Ich habe hier beleuchtete Schalter. Das macht also alles einen sehr hochwertigen Eindruck. Auch wenn ich das Display jetzt gerade nicht anhabe, sieht es trotzdem gut aus. Das Innenraumlicht ist wirklich hell, ist nicht nur so eine kleine Funzel. Und ja, gehen wir doch jetzt mal über zum Thema, wie kann ich so ein Fahrzeug überhaupt konfigurieren. Ich gehe also auf die Webseite, wähle dort oben Elektrofahrzeuge aus und wähle jetzt eben das Modell Komfort aus. Also das Modell mit, ja, es ist jetzt das teuerste in diesem Dreigestirn, aber es hat eben auch das meiste Zubehör. Jetzt haben wir hier erstmal die Wahl zwischen den Akkus. Also der kleinste mit 110 Kilometer Reichweite sollte eigentlich bei den meisten Kunden ausreichen. Wer es ein bisschen sicherer will, der nimmt eben den 140er. Oder wer sagt, na, ich will keine Kompromisse eingehen, auch im Winter will ich immer bis zum Schluss, ohne dass ich die Heizung abschalten muss oder sowas, weiterkommen. Na, dann nehmen Sie halt die 200 Kilometer. Es kostet aber halt nur ein bisschen. Das Solarpanel ist etwas eher für Enthusiasten oder jenigen, die wirklich viel Sonne haben und im Süden Europas wohnen oder sowas. Da lohnt sich das tatsächlich. Ansonsten ist es eher, sag ich mal, es ist gut fürs Marketing, aber nicht unbedingt effizient. Ja, also muss man ganz klar sagen. Dann haben wir als nächstes das vollwertige Ersatzrad. Ja, das ist, wenn man das immer gewohnt ist, ein Ersatzrad zu haben, dann ordert man das eben. Ansonsten Winterreifen oder Ganzjahresreifen, das ist halt immer so die ewige Diskussion. Wohne ich im Allgäu, dann brauche ich Winterreifen. Wohne ich in der norddeutschen Tieflandsebene, dann kann ich auch mit den Ganzjahresreifen gut übers Jahr kommen und kann mir das ganze Winterreifen gewechselt sparen. Und wer jetzt kein Ersatzrad haben möchte und lieber so einen Kompressor, der nimmt halt den Kompressor. Ich entscheide mich jetzt also für die Ganzjahresreifen und für den Kompressor und bin damit ganz gut zufrieden. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, hier einen Dachgepäckträger zu ordern. Da kann ich dann da bis 75 Kilo was raufmachen. Also ich könnte tatsächlich meine zwei Rennräder raufmachen oder meine normalen Turnräder oder das Fahrrad vom Kind oder was auch immer. Ja, alles möglich. Es gibt ein Glasdach, das ist ein Glasklappdach, so wie man das von früher so kennt. Zack, einfach hochklappen, frische Luft rein. Bringt ein bisschen Licht und Luft in den Innenraum. Und macht den Innenraum dann noch ein bisschen größer. Wir kennen das von unseren anderen Fahrzeugen, die eben auch Glasdächer haben. Dann ein DAB Touchscreen Radio kann ich mit hinzufügen, wenn ich eben viel Wert auf echten Radioempfang lege. Und dann kann ich selbst auch hier beim Komfortfahrzeug natürlich einen Ladeboden reinmachen mit Verzurrösen, wenn das sein muss. Ich kann einen RAM-Schutz machen, wenn ich viele wechselnde Fahrer habe. Man kennt das ja, ach Gottchen, ich wusste gar nicht, dass das Auto an ist, zack, ist man an irgendeinem Poller dran oder sowas. Sind halt so Sachen, die man dann vermeiden kann. Dann gibt es noch eine Anhängerkupplung, ja, sind zwar nur 350 Kilogramm, aber für die Fahrten zum Wertstoffhof mit dem Grünschnitt hinten drauf oder weil es mal eine größere Entrümpelungsaktion gab, dafür ist das genau richtig. Und ich kann natürlich das Fahrzeug auch noch folieren mit dem Aufkleber meines Pflegedienstes oder sowas. Ist also alles möglich. Und natürlich gibt es auch verschiedene Farben. Es gibt aufpreispflichtige Farben wie Rot, Blau und Grau. Oder es gibt eben das klassische Weiß. Das ist gratis mit dabei. Da können Sie sich jetzt lange den Kopf drüber zerbrechen, welches Fahrzeug Ihnen dann so am besten gefallen würde. Ich persönlich finde, jede Farbe von denen wirkt an dem Fahrzeug. Und dann wäre am letzten Punkt nur noch Ihre Daten hinzuzufügen. Und dann bekommen Sie in 2 Minuten tatsächlich ein valides Angebot inklusive Leasingpreis und Lieferzeit und so weiter gleich zugesandt per E-Mail. Und ob Sie nun, wie gesagt, den weißen, den blauen oder den roten nehmen, alle diese Fahrzeuge wirken irgendwie in ihrer Umgebung schon sehr besonders, weil es eben, man fällt schon so ein bisschen auf mit diesem Fahrzeug. Das ist ja auch gut, wenn Sie
wollen, dass man sie sozusagen wiedererkennt mit ihrem Geschäft oder ihrer Unternehmung, dann lohnt sich das schon, da mal so ein das ungewöhnliches Fahrzeug zu wählen. Ja, und natürlich sind auch die Unterhaltskosten von dem Fahrzeug sehr, sehr gering. Also 10 Kilowatt Verbrauch auf 100 Kilometer. Selbst wenn Sie jetzt eben 35 Cent pro Kilowattstunde zahlen, also 3,50 Euro auf 100 Kilometer, keine 2 Euro für einen Liter oder so ein Kram, sondern also sehr, sehr überschaubar das Ganze. Deshalb zögern Sie nicht lange, gehen Sie einfach auf unsere Webseite, konfigurieren Sie sich mal in Ari und wir freuen uns sehr über Ihre Anfragen, über Ihre weiteren Fragen zum Auto, beantworten wir Ihnen gerne. Also bis bald und vielen Dank für Ihre Zeit.